Live im Land! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier im LAMM in Oferdingen zum RTF 1 Kneipentalk live im LAMM. Wie immer rockig begrüßt von unserer K.O.-Band. Euer Applaus. Und längst hochmotivierten den Startlöchern, Co-Moderator Nils Hemmen. Hallo Nils. Obligatorisch. Mein Bester. Und natürlich, das Beste von Oberdingen ist das Publikum. Herzlich willkommen und richtig gute Stimmung machen. Wir sind sehr gespannt. Ist das die ganze Stimmung? Ja, echt bescheiden. Hey! Sehr gut. Besonders gespannt sind wir auf unseren heutigen Kneipen-Talk-Gast. In Frankfurt geboren, in Oferdingen aufgewachsen, eine leibhaftige Einheimische und ein echtes Multitalent. Sängerin, Kabarettistin, Musikerin, natürlich auch Mutter und Moderatorin. Wir begrüßen ganz herzlich hier im LAMM Ines Martinez! Ja! Roland. Oh Mann, da habe ich den ganzen Tag davon geträumt. Ines, dein Platz ist hier. Nils, den kennst du schon länger als mich. Nils, da gibt es eine schöne Geschichte. Ja. Haben wir Ines gesagt? Ja, oh, du, da gibt es sehr viele Geschichten. Ich kann mir es kaum mehr vorstellen. Du warst früher der Traum aller jungen Mädchen. Ja. Und auch Ines hat so von dir geträumt. Ja. Oh. Aber hat mich kaum eines Blickes gewürdigt. Oh, siehst du? Das war der Fehler. Wenn ich das gewusst hätte, Ines. Ich dachte immer, es ist andersrum. Mhm. Und es ist aber jetzt auch echt interessant, wie unterschiedlich Biografien laufen. Ja? Bei dir geht es heute so. Mit du mir. Heißt jetzt mittlerweile Ines Martinez. Mhm. Das klingt nach Glorie, Ruhm, nach Erfolg, den großen Bühnen der Welt. Roland und ich sind im LAMM. Du bist schon in der Entwicklung. Ja, aber ich habe mir überlegt, Roland, ich möchte mit der Ines über was sprechen. Und zwar, ich möchte mir auch einen anderen Namen zulegen. Mhm. Ich wollte mal fragen, was für einen Tipp gibst du mir, wie kann ich an einen anderen Namen rankommen? Also wenn du so einen möchtest wie ich, dann sollte dir vielleicht eine Kubanerin dazwischen kommen und dann kriegst du das schon irgendwie hin. Das wäre auszuhalten, in dem Fall. Sei dir da nicht so sicher, ob das auszuhalten wäre. Okay. Und würde das passen irgendwie? Also ich meine, sagen wir mal so, Nils Hemmen, das klingt eher so wie Nils Martinez Hemmen. Ostfriesischer Bauer mit Schluck auf. Nils Martinez Hemmen, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja? Aber du kannst ja auch bei Hemmen bleiben, weil Hemmen gibt es nicht so oft. Das ist doch ein ganz schöner Nachname. Ich habe nicht, deine Frau guckt die Sendung regelmäßig. Es sind ganz wenige, aber die guckt sie. Welche von den Frauen? ich habe eine andere Idee. Ich würde eigentlich gern Neil Jackson heißen. Das ist cool. Oder? Was muss ich da machen? Neil Jackson? Neil Jack Jackson. Neil Jack Jackson? Ja. Ich würde sagen, er nennt sich jetzt einfach so. Das passt super. Würdest du das machen für mich heute Abend? Ich mache das. Ich sage dir Ines Martinez. Neil Jack Jackson. Red weiter, ich könnte hier stundenlang Jack, wir vertrocknen hier. Neil Jack Jackson, wir hätten gerne was zu trinken. Ja. Neil Jack Jackson macht die Bestellung, Ines Martinez. wir hätten gerne einen Drink. Was trinkt ihr denn überhaupt? Wasser. Hopfentee. Hopfentee. Eine große Tasse. Und schon ist er da. Oh. Hey, Luther! Hey! Ja, schnell. Ich finde. Absolut schnellste. Ein Applaus für Lucy Blusi, den Chefkellner im LAMM. Dankeschön. So, ihr beiden. Danke. Roland?
Ines? Liebe Ines, freut mich Jack sehr, Jackson? Dass du da bist. Ah, Jack. Ich höre dir nur noch gerne zu. Hey, Roland. Du, das sieht gleich besser aus. Ich finde auch, ja? Noch besser noch geht kaum. Besser, aber Jack Jackson, das ist gut. Wenn ich jetzt gewusst hätte, hätte man auch was einfallen lassen. Neil Jack Jackson. Mhm. Ich lasse euch jetzt ins Verhör. Und Neil, bis gleich. Ines Martinez. Ines, hier ist der Markt. Ich verstehe, dass du immer noch hinterher schmachtest. Es geht 30 Minuten, dann könnt ihr euch wieder treffen. Ist in Ordnung. Nee, aber wenn ich mich umgewöhne, dann geht es ganz schnell. Was hast du heute gefühlt, gedacht, als du in dein Heimatdorf Overdingen zurückgekehrt bist? Ich würde mal sagen, Abenteuer pur. Warum? Was war das? Overdingen ist Abenteuer pur. Echt? In meiner Erinnerung. Ja? Ja, ich habe einfach die totale Freiheit als Kind hier erlebt. Das hätte ich wahrscheinlich sonst nirgends gekonnt. Aber es hat relativ tragisch begonnen. Geboren als Ines Hüldner in Frankfurt, Big City, einziger Haken, Hessen, gut. Und dann zwangsverschleppt nach Overdingen mit wie vielen Jahren? Mit 5. Und dann? Niemand verstanden? Also meine sprachliche Entwicklung damals war auf dem Stand ein Wort mit Kä, Käse. Ein Wort mit Fä, Fässisch. Also so gut Hochdeutsch konnte ich, also breitestes Hessisch. Dann kommst du nach Overdingen in die Grundschule, umringt von Schwäbisch sprechenden, wahnsinnig netten Mädels, die dir alle sofort in den Rücken kehren. Und zum Glück gab es einen Menschen in dieser Klasse, der sich mit mir arrangiert hat. Das war der Anastasios Piotopoulos. Der konnte Hessisch. Das war der Grieche. Der einzige Ausländer außer mir im Dorf und wir haben zusammen da hinten in der letzten Reihe gesessen. Ich habe ihm Hessisch beigebracht und er mir die Zahlen auf Griechisch. Enna, Vekka, Tessera. Wir haben uns super verstanden. Und wie lange hat es angedauert, bis du da richtig die Sprache und Boden ich habe sofort kapiert, Mädel, du musst Dialekttraining betreiben und habe mir heimlich Schwäbisch drauf geschafft. Aber ungefähr ein Jahr habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten, denn wenn man Schwäbisch nur so halb kann, das klingt ja ganz schrecklich. Das ist mega peinlich. Das darf man nicht machen. Also nach einem Jahr wurde es ungefähr besser, dann wurde ich auch mal auf die Geburtstage eingeladen. Im Ernst? Ja. Aber dann ging es aufwärts, du hast Abitur gemacht am BZN in Rommelsbach. Da hat sich natürlich, da waren noch ein paar andere Ausländer, das war für mich gut. Gut. Mit der Sprache war es schwierig, aber warst du, du bist ja ein wahres Multitalent, ich habe es gesagt, Sängerin und Moderatorin, Künstlerin und Schauspielerin und alles. War das von klein auf so angelegt, jetzt außer der Sprache? Hast du mit 5 Klavier gespielt, mit 6 gesungen, mit 7? Ja, so Theater? Ungefähr, aber es ist alles in Overdingen passiert. Echt? Also, Overdinger Dorfballett, Frau Hallitz, Turnhalle. Echt? Kinderchor, Overdingen, hinten im Saal, in der Festhalle. In der Mittagspause, die mir zwangsverordnet wurde von meinen Eltern, habe ich ABBA imitiert und mich auf Kassette aufgenommen und so lang trainiert, bis ich genauso singen konnte wie Annafried. Echt? Gesangsgrundstein. SOS war angebracht. SOS und Fernando vor allem. Ja, schön. Es war da, wo ABBA mit Waterloo den Grand Prix gewonnen hat. Genau. Und da ging es los. Und das vierte, das Kabarettistische, ist auch hier entstanden, weil ich natürlich auf der Bühne, wenn ich Kabarettistin bin, viel mit Dialekten mache. Also ich spiele eine russische Frau und ich spiele Baden, Sarin, die Heike. Und dann spiele ich natürlich Tanja, die nicht ganz einverstanden ist, dass der Mann, ohne sie zu fragen, 3 Wochen in Urlaub fährt. Weil sie sagt, wenn wir darüber gesprochen hätten, hätte man halt so entschieden, dass er da bleibt. Gell? Und also so ist es natürlich ganz wichtig gewesen, dass diese Dialektproblematik in meinem Leben passiert ist. Aber nach dem Abitur machen ja die Klassenkameraden üblicherweise eine Lehre, ein Studium, irgendwas. Du hast eine Gesangsausbildung gemacht. Nee, ich bin natürlich auch erstmal ganz brav an die PH Ludwigsburg, um was Anständiges zu werden, aber es hat nicht geklappt. Was hast du studiert? Ich habe MEC studiert. Das hieß damals, das ist der musisch-ästhetische Gegenstandsbereich. Ja, das hat doch gepasst. Ja, genau, es war dann Musik, Sport und Kunst. Und habe aber nebenher gemerkt, ich muss singen und habe in Bands gesungen, auch mit dem Nils damals. Das war eine tolle Geschichte. Wir haben beim Reutlinger Nachwuchsfestival in der Listhalle zusammen gesungen. Da gibt es sogar eine Platte, die erste Platte.
Gell? Die allererste Platte in meinem Schrank quasi. Und Preis hast die eigene, auch da war der Nils auch mit drauf. Ja, wir waren die Sieger. Echt? Set in Love and the Brass Connection. Yeah! Aber das ging dann richtig los mit Honey Pie eigentlich, oder? Genau, dann hat mich, da war ich im Studium, da weiß ich noch, da saß ich in meiner Studentenbude und habe die letzten Scheine ausgefüllt. Rief mich die Macherin von Honey Pie an, einem Gesangstrio aus Stuttgart, und sagte: Ines, unsere Sopranistin geht, hast du Lust, machst du mit? Echt? Und dann war das ganz leicht zu sagen, ich steige aus und habe einen Job. Und dann war ich 11 Jahre mit Honey Pie in Deutschland unterwegs. Und dann kam Cats, spannend. Das ist ja auch eine große Nummer gewesen. Dann kam Cats und dann kam das erste Jazz-Duo und dann wurde es so langsam kabarettistischer und... Das kam eigentlich so relativ spät, das Kabarettistische. Was ich toll finde oder was bemerkenswert ist, du hast fast nie was Autodidakt gemacht. Du hast immer eine Ausbildung darunter gelegt. Mhm. Ist das beim Singen so wichtig? Da braucht man eine Stimme. Und was passiert dann noch in der Ausbildung? Ja, du kannst natürlich mit Stimmwerkzeug, also wenn du weißt, wie du singst, kannst du natürlich mehr machen. Wenn du so singst nach deiner Spur, bist du begrenzt. Das kann aber natürlich so sein, dass du dann einen wahnsinnigen Hit produzierst und Millionärin wirst. Also das würde ich nicht. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sein Handwerkzeug beherrscht. Denn jemand, der zum Beispiel Jonglage persifliert, ja, der ein Clown ist, der muss einfach vorher das alles beherrschen, sonst kann er es nicht persiflieren. Und so ist es im Schauspielen, und im Kabarett. Ja, du musst natürlich in Rollen gehen, du musst authentisch sein, du musst halt versuchen, zu wechseln, du musst gucken, dass dein Rederhythmus, dein Timing, deine Inhalte, du musst Texte schreiben, dass das alles stimmt. Und jetzt hast du ein Jubiläum gefeiert, 25 Jahre der wunderbare Frauenchor. Wie geht es nebenher? Moment, 15 Jahre der wunderbare Frauenchor, 25 Jahre Ines auf der Bühne. Ach, das war, da habe ich nicht ganz dabei, du und hast mich total durcheinander gebracht. Ja. Und der Frauenchor, Kinderchor in Oferdingen, also die erste Chorerfahrung auch Oferdingen, und dann habe ich diesen Frauenchor in Stuttgart gegründet. Und wie geht das zeitlich? Du bist ja auf Tournee und so. Das muss man halt irgendwie machen. Und so wie andere tagsüber ihre Stunden abhaken, hake ich sie halt abends ab. Also irgendwie ist es halt nur alles verdreht. Und jetzt kann man eigentlich sagen, liebe, du bringst... Ines, ich muss ganz kurz unterbrechen, das ist doch echt ein Grund zum Feiern. Endlich gibt's was. Ich bin's wieder. Ja. Und jetzt sagst endlich du gibt's was zu essen. Neil Jack Jackson ein hat mir Brot geschmiert. Ein wirklich dauber Ort. Gut antrinken. Okay. Das hat noch nie eine Frau gesagt hier, Neil Jack Jackson. Ja, das stimmt. Endlich gibt es was zu essen. Ja, genau. Und wir haben auch, das muss man einfach mal sagen, wir haben sehr viele Leute, die nicht unbedingt hier bei diesem schwäbischen Ritual, bei diesem Live im Lamm-Ritual mitmachen. Aber du hast gleich gesagt, na klar, füll mal ab. Es ist ja Wasser drin. Wir geben also uns das, ja? Das ist der Schwäbisch. Tequila. Tequila, gell? Mit Doppel-L. Genau. Nicht Tequila. Nein, Tequila. Schwäbisch. Okay. Ich mache ihn einfach vor. Ich verliere gar keine großen Worte. Und dann bist du herzlich eingeladen. Das Große übrigens, ja, das ist für den Roland. Der kann nie genug kriegen. Ich sag mal nichts weiter dazu. Ja? Analog zum mexikanischen Tequila, der Schwäbisch Tequila. Unfassbar. Wie erotisch der das macht, das starten wir gerne. Also gut. Wir sind hinterher. Gespannt. Ines. Übung macht den Meister. Servus! Es gibt auch mit süßem Senf. Die Asia-Variante. Hab ich, glaube ich. Die Asia-Bayerische. Ach so, okay. Sehr lecker. Na, das freut uns doch. Weil du sagst, Nils, deine Aufgabe als... Es ja, ich habe noch eine kleine Überraschung, weil wir uns jetzt wirklich lange kennen. Sorry, ich muss sie ganz kurz entführen. Aber sie ist gleich wieder da zum Verhör, ja. Ines, ich möchte dir deinen späteren Arbeitsplatz zeigen. Ein Gesangsstativ, meine Damen und Herren, zur Erklärung. Ines Martinez wird uns noch ein Blues singen hier. Und das vor diesem Stativ. Mhm. Und das hat nämlich einen ganz besonderen Anlass. Ich hatte mal einen Mercedes. Das ist er. Hey!
Das ist der Rest deines Mercedes. Wir haben das organisiert. Ja. Wir sind klein, aber fein. Wir strengen uns an und dann geht da auch was. Ja? Okay. Der Anlass ist eigentlich, dass wir deinen alten Mercedes, das Auspuffrohr, umgebaut haben, weil Lucy Blussy diesen letzten Monat 50 Jahre alt geworden ist und er brauchte mal einen anderen Stativständer als wir sonst von der Band. Ja? Hey! Okay. Liebe Gäste, Sie sehen auf Ihren Tischen, wie auch immer, diese netten Live im Lamm Bierdeckel. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, an die liebe Ines Martinez Fragen zu stellen. Wie essen Sie jeden Abend Schwarzwurst oder wie auch immer? Alle Fragen werden hier dann eingesammelt und entweder vorgelesen oder, das muss ich nämlich auch mal sagen, ja, Sie können die auch selber stellen. Ines beißt nicht, die will nur spielen. Mhm. Und wir auch, ja? Okay, also ausfüllen bitte und in der nächsten Runde sammle ich die ein und dann gucken wir weiter. Dankeschön. Vorher gibt es kurz Luther. Ja? Immer zur Halbzeit des Talks. Was für ein Lied kriegen wir heute? Der neue Heartbreaker. Oh. Gut, okay. Habt ihr euch aber was vorgenommen? Auf geht's.
Dankeschön. Nichts verlangt, die Jungs, Ines. Das war sogar extra für dich heute Extended Version, damit man wirklich was davon hat. Der zweite Teil, Ines, traditionell bei diesem Kneipentalk ist immer, erster war Karriere, riesig, der Nils hat es gesagt, glorreich mit allen Schikanen. Der zweite Teil geht ein bisschen mehr den Mensch, Ines Füldner, Ines Martinez. Mhm. Auch Mutter. Ja. Wann ist das passiert? Neben der Karriere geht es doch kaum. Wie konnte das passieren? Wie passiert sowas? Ja, das fragen sich ja immer die Männer. Wenn die Frauen schwanger werden, dann sagen die Männer immer, wie konnte das passieren? Ja, eben. Das liegt daran, dass in dem entscheidenden Moment beim Zeugungsakt beim Mann ja die Festplatte abstürzt, bekanntlicherweise. Und da kriegt den Moment dann leider gar nicht mit. Das hast du genutzt, oder? Aber genau, das habe ich genutzt und meiner blieb dann auch. Dann kam noch ein sehr, sehr netter Junge auf die Welt, der Louis. Der ist jetzt 5 geworden letzte Woche und gestern haben wir Kindergeburtstag gefeiert. Hast du was gesungen oder hast du was? Er hat was gesungen. Er singt, ja. Und der ist total geerdet. Der hat 2 Künstlereltern. Mein Mann ist Pianist. Aha. Und was und für einer? Der, ja, das ist ein ganz flotter Pianist, ja. Nils, also jetzt... Nix, also ich will jetzt ja, also Nils ist Nils und er ist gut. Ja. Und auf jeden Fall hat mein Kind ganz viel Ruhe mit auf die Welt gebracht, weil wir irgendwie mit unserem freiberuflichen, ja, nee, der kommt schon mal zu Wort, das kann ich mir voll vertrauen. Gut, ja. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar, das lässt sich, weil ich meine, man muss ja schon ein bisschen deutlicher machen, du bist am St. Pauli Theater in Hamburg, dann Tournee in Zürich, in Bern, in München, da bist du ja wochenweise nicht da. Und das Kind muss dann zugebracht werden und wieder zurückgebracht werden und es würde nicht gehen ohne Opa, Oma. Also wir haben quasi eine Großfamilie und ich habe letztes Jahr, naja, bei 150 Auftritten vielleicht 7-mal einen Babysitter gebraucht. Echt, ist toll. Doch gut. Super sonst waren es Papa oder Oma, Opa. Was gibt es dann, wenn alles so perfekt ist, an Schwächen bei Ines? Versuchungen, wo kannst du nicht Nein sagen, außer bei Schwarzwurst oder so? Ja, also beim Essen generell kann ich nicht Nein sagen. Ich habe immer wieder das Bedürfnis, ganz viel Stille zu haben. Und das ist natürlich gerade der verkehrte Beruf. Also ich merke immer wieder, dass ich jetzt wie gerade auf Fuerteventura 2 Wochen nur Strand und Meer, dass ich genauso Pausen einfach mir immer regelmäßig nehmen muss. Ansonsten finde ich mich auch wahnsinnig undiszipliniert. Echt? Bei so einer so organisatorischen Meisterleistung? Ich könnte, glaube ich, noch, weiß ich nicht, ich hätte vielleicht noch andere Sachen machen können, aber man soll ja auch nicht immer sagen, hätte ich, oder? Man soll einfach sagen, so wie es ist, war es möglich und so ist es. Hobbys? Keine. Hobbys? Bierdeckel sammeln? Wäre zum Beispiel. Warum nicht? Pianisten? Ja. Hey! Hey! Ich bin ja bei kein Pianist, sondern ich bin ja Klavierspieler. Ja, ja, Roland und ich, wir sind ja Klavierspieler. Roland ja auch, stimmt. Hm? Roland ist auch ein Pianist. Hm. Roland ist auch ein Pianist? Ja, schöne Runde hier. Roland ist ganz klar. Hey, Pianist mit den eingeschlagenen Zähnen. Spiel uns noch einen. Okay. Es sind ein paar Fragen aus dem Publikum da. Witzigerweise muss jemand unter uns sein. Oh! Kommt noch eine, aktuell aus der Redaktion, der quasi aus der Versicherungsbranche ist. Oh. Hat Ines Martinez eine Rentenversicherung? Super, sehr spannend, Ines. Ja, eine Frage, also sorry. Aber also so schlimm ist nicht, ich habe eine Rentenversicherung. Also mach dir keine Sorgen. Und du hast noch ein paar Jahre Zeit, Ines. Ich habe natürlich auch noch ein paar Jahre Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass der nette Herr Kaiser von der, wie auch immer, hier die Chance gewittert hat, vielleicht noch irgendeinen Abschluss zu machen. Ja. Wo tritt Ines Martinez als nächstes hier in der Region auf? Das ist eine wichtig. Ganz wichtige Frage, die hier... Also Burg Stettenfels, eine sehr schöne Burg bei Heilbronn am 6. Juli. Im Reutlinger Raum erstmal nicht, aber am 13. November, davor im Gäu. Und in Bad Urach, ich habe es gelesen. Richtig, am 27. Juli weil das ist meine in Generation. Bad Urach, eine sehr schöne Kleinkunstbühne. Im Thermalbad? Ja. Nee, nicht im Thermalbad. Okay. Ja, genau, da kommen wir. Das ist sehr gut. Wir sehen uns. Gut, okay. Ja? Ich weiß nicht, was heißt das da? Nils, kannst du es lesen? Was hält Ines Martinez von Schachboxen? Erinnerst du dich noch an die erste Tennisstunde? Ines kann nicht Tennis spielen auch noch. Sollen wir euch alleine lassen? Sollen wir die Lichter ausmachen?
Ich erinnere mich noch an meine erste Tennisstunde. Ja? Können wir das jetzt, können wir weitermachen? Nächste Frage. Okay, nächste Frage. Ja. Ich lasse euch noch alleine. Und im Übrigen wartet dein neuer Arbeitsplatz auf dich, ja? Ach, tatsächlich. Letzte Frage, Ines. Projekte, Träume, kann es bei dir eigentlich kaum geben. Es geht alles in Erfüllung. Wo würdest du noch gerne auftreten? Was wäre nochmal ein richtig tolles? Ja, cool. Ich freue mich auf die Wechseljahre. Ja, das tue ich schon. Nur noch Jubel, nie mehr Klage. Also im Moment, mein großer Trost, meine heiße Zeit in Revue, die Wechseljahre-Revue, nimmt jeder Frau die Angst vor den Wechseljahren. Die spiele ich jetzt noch ein bisschen. Da bin ich relativ neu dabei und es macht einen irre Spaß. Und ansonsten geht es weiter. Ich mache immer so ein bisschen... eigentlich das, was mir im Leben passiert, das bringe ich auch auf die Bühne. Also das, was dann als nächstes passiert, kommt auch wieder auf die Bühne. Im Moment ist es das Programm Mamas Liebling. Mhm. Und es wird weiter Richtung Familie, Beziehung gehen. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und was ist das Spannende? Das würde mich schon interessieren, wenn man dann an einem Ort spielt, jeden Abend. Was ist da spannend? Das Gleiche. Das Spannende ist, dass du mal nicht ständig selber fahren musst, dich nicht selber schminken musst, mhm. nicht selber überlegen musst, wo mhm. musst du hin, sondern ist eine Maskenbildnerin da. Du weißt genau, das ist mein Garderobentisch, du kriegst deinen Sprudel, der schmeckt immer gleich. Und das ist wunderbar, wenn man nach 1000 Jahren, wo man an jedem Abend woanders war, dann mal so 2 Wochen am Stück in derselben Garderobe auf demselben Stuhl sitzt. Und das Publikum ist eher anders jeden Abend oder mehr oder weniger? Ganz anders, ja, jeden Abend. Anders. Völlig anders. Ines, das ist wie hier. Ja? Du kannst jeden Abend hier spielen. Uns geht es nicht anders. Seit 20 Jahren schon. Da, wir treffen uns. Ja, regelmäßig. Jetzt sind wir aber gespannt auf deinen Auftritt hier. Ja? Ines Martinez. Also völlig ungeprobt. Ich wollte jetzt einfach mal euch den Song vorstellen, den ich mit dem Nils zusammen kreiert habe, als ich 14 war. Es war mein erster Auftritt im Reutlinger Jazzclub. Und, 29, oder? Ich glaube 28. Und ja, du warst noch nicht geboren, eindeutig. Es war einfach wunderbar, weil wir haben damals ja auch mit dem Blues in Wettbewerb gewonnen. Ich glaube, Platz 169 beim Backnanger Treppenwitz oder so, gell? Weißt du noch? Es war Sommer. Es okay, war wunderbar. Genau. 1, 2, 3, 4. My name is Ines. I was raised in a lion's den. Löwenkäfig. My name is Ines. I was raised in a lion's den. Löwenkäfig. My nightly occupation is stealing other women's men. I'm an evil, evil woman, but I want to do a man some good. I'm an evil, evil woman, but I want to do a man some good. I'm Gina Lolo Brigida. Naja, I ain't Red Riding Hood. If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? Get out of my garden, baby, let my peach tree be. Now won't you ooh, schoolia-doop, schoolia-deep, and I go clap, clap, do-ba-do-do. If you go ooh, schoolia-doop, schoolia-deep, and I go clap, clap, do-ba-do-do. If you go ooh, schoolia-doop, schoolia-deep, and I go clap, clap, do-ba-do-do. We'll be right back.
think I'm snappy. Some call me honey and some think I'm funny. But Niels always tells me I was built for speed. Yeah! You put them all together, everything a good man needs. You put them all together, everything a good man needs. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba. You put them all together, everything a good man needs. Oh, you put them all together, everything a good man